So. Kaputt. Komm schon, gib mir eine Magierkiste. Kommen alle nicht raus. Aber der Magier kann vielleicht ab und an mal durchschießen, was nicht so schön wäre. Deswegen bringe ich den lieber um. Da ist eine Kiste bei euch drin. Aber ja, es wurde in den Kommentaren gemutmaßt, dass man als Hokage sich da rein teleportieren könnte. Weil ich sehe hier auch keinen Zugang für einen Zwerg. Das heißt, dafür könnte das echt sinnvoll sein. Hops. Wow. Oh, schön viel Gold. Nein. Nein. Ich keine Halbbosse an in einem Maya-Gebiet, wenn ich das erste Gebiet nicht mal offiziell total clear habe. Yeah, okay, du wackelst schon mal. Oh. Oh. Werden bestimmt gleich eins. Wo zum Geier kam die Münze her? So, wenigstens einer weg. Oh, da ist ein irgendwas hier. Da funkelt was. Ah. Retaliation. Ja, nee. Das hat mich schon. Oh, oh, Hund. Ich hasse euch, du. So. Ja, nee, weg, 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 weg. So. Ah, das ist eine Kiste. Ah, wollen wir es bei den Jungs probieren und eventuell von dem einen in den anderen geschubst werden und so sterben? Oder hier von den Stacheln aufgespießt oder von dem Grünzeug erwischt? Ich glaube, ich probiere es hier. Aber anders als gedacht. Nämlich so. Ranger Ham. So, Spuck. Spuck. Das wird jetzt eine Weile dauern. Hoffentlich gibt es dafür irgendwie. Nein, ich bin reingerutscht. Aber dafür, dass wir fast im Maya-Gebiet waren, war also schon okay. Brauchen wir auch inzwischen ein bisschen Abwechslung. Hm? Also zwei linke Hände. Obwohl es bei dem Spruch eigentlich keinen Unterschied machen dürfte. Und ein Paladin, der keinen Fußpuls hat, schon mal sehr gut und Gegner weiter zurückschubst. Dann nehme ich doch mal Lady Kieselchen. 796. 30 Gegner töten, um das zurückzubekommen. Wie viel ist eine Reihe? Ich habe keine Ahnung, wie viele in einer Reihe sind. Das sollte ich mal zählen. Nee. Oh, Ranger Helm. Warte mal, dich hatten wir schon freigeschaltet. Ja, den Helm können wir freischalten, aber hätten dann eh nicht genug Gewicht, um ihn. Wir können ihn nicht mal freischalten, der kostet ja richtig viel. Oh, was bist du? Mehr kritischer Schaden. Ja, nee. Du hast Retaliation. Und Sprinten. Aber da haben wir keine Alternative. Nö, das bringt mir jetzt so alles nicht so wirklich was. Wir hätten dann also gerne. Zweimal mehr Gewicht. Damit wir später mal entweder die Blutklinge benutzen können oder den neuen Helm. Weil Helme an sich bringen ja sehr viele Lebenspunkte und Mana. Also verglichen mit den anderen Rüstungsteilen. Die haben halt alle ihre Aufgabe. Die Rüstung bringt primär Rüstung. Helm bringt Lebenspunkte. Die Bracer bringen Magie, Schaden und glaube ich dadurch auch Mana. Zink. Was haben wir noch? Umhang. Umhang ist Utility. Also das macht irgendwas. Das ist halt so ein extra Ding.
Oh, und ein Bonus. Hoffentlich nicht. Ah, das ist okay. Das heißt, wir können einmal rein, ohne unser Gold abgeben zu müssen. Einmal voll, naja, 20% Lebenspunkte bringt das Ding, glaube ich, zum Dreh. Nee, es wird nichts. Zing. Drei Spezialräume direkt nebeneinander, das ist ja auch sehr interessant. Aber gut, wir machen einfach ganz... Komm her, du dummes Ding. Ich will euch nicht hier rumwuseln haben, während ich versuche, hier rüber zu kommen. Alle hopp und dash. Sehr gut. Zing. Ganz schön viele Geschosse hier. Alle hopp. Gut, so. Zur Sicherheit haben wir noch ein Backup-Hühnchen hinten liegen. Und hier auch noch eins. Wow, wow, wow. Ein Zombie-Schnu. Hey, warum haust du jetzt ab, wenn ich gerade nach hinten die ganzen Dinger schmeiß? So. Kiste. Dann zurück zum Backup-Hühnchen. Zing, 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 zing. Backup-Hühnchen. Sehr schön. Hopp. Hopp. Und zack. Sehr schön. Hopp, hopp. Hopp, hopp. Nein, 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 nein. Ich mag keine Stacheln. Oh. So. 365 Gold ist noch ein bisschen mau. Oh, 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 oh. Kaputt, 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 kaputt. Er ist garstig. Square Cape. Glitter macht auch mehr Crit-Chance, Crit-Schaden, irgendwas in der Richtung. Aber dieser Knochenschmeißer, der kommt eigentlich auch erst in Game Plus Plus. Aber die können wohl so als Special Feature zwischendurch auftauchen. Genau wie diese schwarzen Blumen eben gerade. Oh. Ah, sehr schön. Hm, was haben wir hier? Ein Übergangsraum, den wir nachher mal plündern können. Und der Weg in die Hölle. Ja, nee, nee, nee. Mit dem Shinobi ist das okay. Mit dem Paladin manchmal auch, aber jetzt will ich lieber erstmal auf Nummer sicher gehen. Zing, zing. Ich hätte richtig gerne 3000 Gold in diesem Leben. Aber das ist, glaube ich, dezent hochgegriffen. Weil dann könnten wir uns das nächste Gold-Update holen. Und wenn wir dann demnächst den Boss erledigen, würden wir richtig viel Gold bekommen von ihm. Also für unsere jetzigen Verhältnisse richtig viel Gold. Achso, wir haben ja keinen Fußpuls, ne? Ah, stimmt, das ist dann doch recht praktisch. Oh, du bist Riesenfeuerball-Magier, richtig? Ja, bist du. Oh, falsche Richtung. Oh. Chink, chink, what? So. Und was hast du schönes? Gold. 850. Noch nicht so viel. Also verglichen mit dem, was ich gerne hätte. Wo geht's weiter? Einmal nach links, einmal nach oben und dann ganz viel Tür. Und. Ja. Sehr gut. Viel zu knapp, aber sehr gut. So, kaputt. Kaputt. Hopp. Du bist fast ein Zombie, du musst leiden. Oh, sehr schön. Zing, zing. Wir könnten auch noch mehr rausholen bei dem Boss, wenn wir den Boss erledigen würden mit einem Meneur. Aber das stelle ich mir doch ein wenig schwer vor. Da müssten wir ganz schön lange grinden. Oh, doofes Ding. Und Knight's Bracer. Ganz schön viele Blaupausen gerade. Wofür wir gar nicht das Gold haben, aber ja. Und hier könnte nur wieder der Hokage durch.
Sollten wir vielleicht echt mal machen. Na gut. Zurück in den doofen Raum. Ne, in den Raum über den doofen Raum. Boah. Genau, den hier. Der Raum an sich ist ja nicht so schlimm, aber der drunter war das halt mit den Stacheln. Zing. Kein Schaden. Bist du ein Dummbass? Nein. Dann kriegt das mit keinen Schaden auch hin. Retaliation Bracer. So. Ja. So, es geht nur noch zur Hölle und nach oben. Und ich denke mal, in dem Raum nach oben wird jetzt schon der Maya-Bereich sein. Okay, denn dem Raum hier drüber. Das heißt, wir wären dann abgesehen vom Boss mit der ersten Etage durch. Sehr schön. Hops. Tausender Marke haben wir auch geknackt. Okay, es sind noch ein paar mehr Räume bis zum Maya-Bereich. Aber man darf doch hoffen. So, kaputt, 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 kaputt. Und Maya-Bereich. Aber wir haben auch ein, zwei Räume getrost ignoriert. Oh. So, dich kriege ich kaputt. Dich kriege ich kaputt. Euch sowieso. Zink. Na komm. Hops. Sehr schön. Bewacht ihr überhaupt irgendwas? Bisschen Gold, ja, aber... nein. Zu viele Gegner in einem Raum. Zu viele Augen an einer... Oh, obwohl... Ja, ja, ja. So. Komm schon, Hütchen. Bin schon wieder da, wo ich nicht sein soll. Und da ist noch ein Auge und ich sollte hier weg. Hops. Hops. Ganz schnell weg. Ah, ja. Ernsthaft weg. So. Also nach rechts, dann nach oben oder rechts. Und wir halten hier, glaube ich, 2-3 Treffer aus. Ist okay. Oh, schön viele Fässer. Da könnten Hühnchen drin sein. Oder auch Gold. Gold und noch mehr Gold und Gold und kleine Hühnchen. Ah. So. Zing. Ah. Notiz an selbst. Wir haben immer noch keinen Fußpuls. Warum sehe ich da eine Kiste auf der Karte? Achso, das war die, wo man sich hin teleportieren musste. Na gut. Da geht es bestimmt zum Wald. Ich mache erstmal über die restlichen Räume hier. Und es sind doch dezent mehr, als ich dachte. So. Und ganz viele Fässer. Komm schon, Hühnchen, 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 Hühnchen. Ein. Boah, eins ist auch schön. Hier waren wir schon. Gehen wir nach unten. Zum Teleporter und gehen dann in die Hölle. Weil so viele tolle Alternativen gibt es gerade nicht. Also da rechts wäre irgendwo der Wald. Aber der große Raum im Nordosten von uns, den mag ich nicht. Und oben Maya war auch nicht so leicht, wie es aussah. Also gucken wir mal ein bisschen in die Hölle rein. Wir kriegen es ja gebacken, eigene Kiste zu ergattern oder so. Das wäre schon schick. Sind bestimmt Stacheln unten. Das probieren wir gar nicht erst. Oh, da ist eine Kiste. Und Gegner werden zurückgeschubst. Ich brauche mehr Mana. Das ist jetzt ein Erschießungskommando hier. Oh, sehr schön. Wow, sehr schön.